Am Ende ihrer Kanzlerschaft schwindet Merkels Autorität. Unausgesprochen mitverhandelt wird ihre Nachfolge. Einige nutzen die Bühne zur Eigenwerbung. Doch wer auch immer Deutschland in der Ära nach Merkel führen wird, er oder sie erbt riesige Probleme. Die Lockdown-Maßnahmen haben eine Nebenwirkung: Vereinzelung. Die Tendenz gab es schon vorher, jetzt wird sie zum Prinzip. Menschen mit Kindern haben völlig andere Probleme als Alleinlebende. Jüngere andere Ängste als die Älteren. Die Orte, an denen sie sich begegnen können, Gemeinsamkeit erleben, ins Gespräch kommen, sie sind geschlossen. Kommen wir da je wieder heraus? Gibt es das überhaupt noch? Wir? Der Sozialverband Caritas fragte repräsentativ, wie verändert die Pandemie die Gesellschaft? Gut die Hälfte der Befragten denkt, dass der Zusammenhalt schwächer wird. Nur 17% glauben, er wird stärker. Etwa gleich viele erwarten keine Änderungen oder machten keine Angabe. Der Riss, der ist schon seit Jahren dort. Also ob der jetzt breiter geworden ist oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber der Riss, der geht seit Jahren schon durch die Gesellschaft. Gesellschaftlich ist jeder macht seins. Weil eigentlich hat man gedacht, dass man ein bisschen mehr guckt, was der andere so macht. Wie kann ich den und den unterstützen? Aber jeder guckt so auf sich. Wir Älteren, wir sitzen da und warten auf irgendwas. Die Jungen, die 40, 50, die haben ihre Kinder. Aber was machen wir denn? Ne? Also die Spaltung ist schon groß. Ihren schrillsten Ausdruck findet die Spaltung bei den sogenannten Querdenkern. Wir sind der Souverän! Wir sind der Souverän! Während die Mehrheit der Bürger die Anti-Corona-Maßnahmen still befolgt, geht eine laute Minderheit auf die Straße. Ohne Abstand, meist ohne Masken. Bürger demonstrieren in der Nähe von Rechtsextremen und Verschwörungsgläubigen. In der Regel sitzen da drüben im Deutschen Bundestag Marionetten, die das umsetzen, was die Finanz- und Pharmaindustrie von ihnen verlangen. Immer wenn das System Gewalt einsetzt, ist das etwas, was uns einen Schritt näher bringt zu unserem Ziel. Erkennt ihr den Gedanken? Wie umgehen mit dieser Art Protest? Regierungsvertreter betonen die Unmöglichkeit, mit solchen Leuten zu kommunizieren. Ich bin in der Sache verstört, dass jemand wirklich glauben kann, das Virus sei ungefährlich. Das kann man ernsthaft nicht annehmen. Und erklär mir das so, dass neben manchen anderen Motiven, die was mit sehr rechten politischen Einstellungen zu tun haben, bei vielen anderen das so ist, dass sie letztendlich den Druck sehen, der auf ihnen lastet und anderen, und sich einfach wünschten, es wäre nicht so. Ich gebe ganz offen zu, mir fällt es nicht leicht, mit Menschen ernsthaft zu diskutieren, die Verschwörungstheorien anhängen, die der festen Überzeugung sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Es ist dann nicht so einfach, eine gemeinsame Basis zu finden, auf der man sich auch auf der Grundlage von Fakten auseinandersetzen kann. Doch es sind nicht nur Faktenleugner und Extremisten, die protestieren, sondern auch Menschen, die zwar das Virus für gefährlich halten, aber die Maßnahmen nicht nachvollziehen können. Manche von ihnen stören sich am Tonfall der Politik, empfinden ihn als bevormundend, unnötig emotional. Wie viele Tote sind uns denn jetzt ganz konkret ein Shopping-Erlebnis wert? Alle 4 Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland an Corona. Alle 3 Minuten stirbt jemand in Deutschland an Corona. Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Ist es klug, allen Protest gleichermaßen abzutun? Es sind halt die Demonstrationen, die sich jetzt gegen die Regierungspolitik richten. Und ich glaube, man überfordert auch Menschen, wenn man jetzt immer verlangt, dass sie sich alle Programme derer angucken, die dazu sonst noch aufrufen. Die gehen teilweise zum ersten Mal dahin, weil sie irgendwie das Gefühl haben, hier läuft etwas in eine völlig falsche Richtung. Was ich wichtig finde, ist, dass man diese Leute nicht einfach alle pauschal in die rechte Ecke stellt.
Eine ähnliche Situation gab es schon einmal, 2015. Anlass: die Flüchtlingspolitik. Die Mehrheit hieß damals Flüchtlinge willkommen, folgte dem Mantra der Bundeskanzlerin. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Andere aber gingen wütend auf die Straße. Die Verschwörungserzählung 2015 hieß Bevölkerungsaustausch. Rechtsradikale vereinnahmten den Protest, feuerten ihn an. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Eine Zeit lang versuchte es die Regierung mit Zuhören. Später mit pauschal klingender Ablehnung. Diejenigen, die das organisieren, sind harte Rechtsextremisten. Das ist fernab jedes demokratischen Konsenses. Nach dem, was sich dort verfestigt, ist meine Bereitschaft zum Dialog jedenfalls ausgesprochen eingeschränkt. Die AfD 13. Ja!